Ruheraum. Soll mir sehr recht sein. But what was it? What did you see? Miss Triana. I don't know. It was just a shadow. Yasmin? A ghoul. It was a ghoul. Der gute Hauptmann, er muss den gerechten Staatsmann spielen und so tun, als ob die Kel'Hanan mehr als ein Haufen unzivilisierter Wilder wären. Ihnen einen Vertrauensvorschuss geben. Er ist ein Idiot. Diese Bagage oben bei Tesemt ist schlimmer als die Beduinen. Sogar die Tuareg vertrauen ihnen nicht. Ich erinnere mich an Maxims Geschichten. Sie haben zwei aus Alberts Truppe gehäutet. Salz in ihr Fleisch gerieben und sie schreiend sterben lassen. Alles im Namen dieser großen Mutter, die sie anbeten. Sie setzen ein hübsches Lächeln auf und geben dem Hauptmann bemalte Steine, aber sie sind die schlimmsten aller Teufel. Es gibt nicht so viele von ihnen. Wäre ich der Kommandant, würde ich sagen, wir schlachten sie ab und finden später eine Ausrede. Vielleicht machen wir es auch so. Okay, also mit den Kel'Hanan möchte man nicht unbedingt was zu tun haben. Scheinbar. Okay, die sichere Umgebung ist relativ schnell nicht mehr sicher. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Zumindest habe ich jetzt wieder ein bisschen Öl. Oh. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Oh ja. Ich vermute... Nee, hier gibt es nicht mehr zu finden. Ergo, ich muss jetzt wieder raus. Juhu. Juhu. Oh shit. Oh shit. Habe ich da gerade was gesehen oder habe ich mir das eingebildet? Ich meine, ich habe hundertprozentig was gehört, aber ich habe was gesehen. These poor bastards didn't die fighting. Look at this chap here. Suicide. Why? Why would they do that? Look, what's this? They drew straws.
dachte, ich könnte die Dinger irgendwie abmontieren, aber scheint nicht so. Sich da weiter. Da war was. Oder habe ich mir das auch eingebildet? Nee, da war hundertprozentig was. Und ich weiß auch gerade nicht mehr, ob ich hier schon war. Ich glaube, ich war hier schon, oder? Ja klar, hier war ich doch schon. Oder? Ja, 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 ja. Dinger kann ich nicht abreißen. Okay, dann geht doch mal die Treppe hoch. What? Was war das gerade? War das Schaden, den ich genommen habe wegen Dunkelheit und Angst, oder? Ich mag das hier überhaupt nicht. Sehr gut. Es geht weiter hoch. Mangels anderer Optionen. Na komm. Ach. Okay. Mai 1839. Liebste Hazel, ich hoffe, es geht dir gut. Wir sind jetzt in der tiefen Wüste angelangt und die Hitze ist unglaublich. Wir suchen im Innenhof einer alten Festungsruine Schutz, bis die Sonne niedriger steht. Draußen ist nichts als Einöde. Bergige Klippen inmitten endloser Wellen aus Sand. Professor Herbert ist sich sicher, den Weg zum Grab finden zu können. Ich weiß allerdings nicht wie, denn die Dünen ändern sich unentwegt. Durchgestrichen. Ich habe für dich an Vater geschrieben, aber ich glaube nicht, dass er... Und weiter hat er nicht geschrieben. Okay.
Das hat sich überhaupt nicht gelohnt, hier hin zu hüpfen. Es war vermutlich sogar eher kontraproduktiv, weil ich jetzt hier irgendwie runter muss. Ohne zu sterben. Oh Gott. Super dumm. Das war richtig dumm. Ah! Los, heile dich. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Wo bin ich denn jetzt hier? Irgendwo, wo ich schon war. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. Ja klar, hier habe ich ja eine Lampe angezündet. Selbstverständlich war ich hier schon. Ach, hier. Ganz unten wieder. Oh. Irgendwie. Oh. Jasmin Chabani, Flugbegleiterin. Tapire nicht unser Problem, reist von nicht unser Problem. Aha. Jasmin ist die Flugbegleiterin und wird wie Masson von Sterling Transport zur Verfügung gestellt. Achso. Sie kommt aus Algier, kein Transport notwendig. Wozu braucht Sterling eine Flugbegleiterin? Kann er sich seinen Drink nicht selbst einschenken? Mit allen Gesichtern und Namen vertraut machen, ihr klar machen, wie viel sie sich gefallen lassen muss und wann sie zu mir kommen soll. Kann vielleicht mit Tessie helfen? Helfen? Jasmin, she's already figured out how to manage Sterling, Fairchild, even DeFreeze. Has a real way with smiling and pretending she gives a damn. I like her. Aber mal ehrlich, jetzt, wo kriege ich das denn jetzt her hier? Ich brauche ja ganz offensichtlich hier so einen Klotz. Oder was? Oh, Moment. Nee. Nicht Moment. Aus irgendwelchen Gründen war das Ding ja auch dicht. Ich weiß nicht wieso. Das konnte ich ja von innen auch nicht öffnen, oder ich habe einfach nur nicht verstanden, wie. Vermutlich habe ich einfach nur das System nicht verstanden. Na. Tessie. Danke. Hello? Ich brauche auf jeden Fall die Kanone, damit ich hier weiterkomme. Zumindest gehe ich da stark von aus, weil hier komme ich mit dem Stuhl nicht weiter. Nicht wahr? Hier runterfallen. Nee, hier muss ich nicht runterfallen. Oder doch? Ich will hier gar nicht runter, oder? Ich bin mir nicht sicher. Das waren Schritte. Okay. Ich gehe. Okay. Okay.
Alles klar. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Das war knapp, möchte ich sagen. Eieiei. Okay. Okay, die Dinger bewege ich alle nicht. Ah! Oho! So viel dazu. Aber die Lösung direkt vor meinem... vor meinen Augen. If I can just get it moving. Ja, los! Get it moving. Super. Ich hab nichts. Ich hab nichts mehr. Sehr schön. So wünscht man sich das. So wünscht man sich das. Oh mein Gott. Ich finde es toll, dass die Musik hier jetzt einfach ruhig wird, beziehungsweise sogar ganz weg ist, weil ich mich hier kein bisschen sicher fühle. Kein bisschen. Nicht mal mit viel Fantasie. Festung Al-Mamaru. Da sind wir vermutlich. Tarik Al-Um. Amantesemt. Burial Mount. So, bevor ich hier dem antworte, untersuche ich hier einfach mal erstmal, was ich untersuchen kann. Beziehungsweise sammle ein, was ich einsammeln kann. Ich gehe nämlich davon aus, dass die Kacke dampft, sobald oder kurz nachdem ich hier abgehoben habe. Aber man weiß es ja auch nicht. Man weiß es nicht. Hello? Hello, Doctor, are you there? Yes, yes, I'm here. Eva, is that you? Oh, thank God. It's Tazi. Tazi Trianon. Miss Trianon? Tazi? Are you well? Yes. Well, no. Not really, not at all. I can't remember anything. I'm pregnant. I'm lost. Salim, a fort. I'm in a fort. We were here before, I think. I don't know. Doctor, where are you? We have found help. People, a village. But Yasmin, she's not well. The fort. Yes, the fort. Go through.
the village here on the map. Oh, thank God. But, Doctor, please, there's something else. I keep blacking out. It feels like I'm losing control. I am aware of your recent problems, Miss Triana. In fact, Doctor? As quick as you can. There may still be a chance. Doctor! Dr. Metzger! Damn it. Ach, sie hat jetzt extra Alice-Erinnerungen. Oh, das ist sweet. Das sind immer die Erinnerungen, wenn man wieder ins Spiel kommt. Glaube ich. Nee, stimmt gar nicht. Das sind die Erinnerungen, während man einen anderen Bereich betritt. Okay, ich habe jetzt ein tragbares Kurzwellen-Funkgerät. Nom, nom, nom. Ob mir das was bringt? Ich weiß es ja nicht. Oh Gott. Ich hatte gerade schon wieder das dumpfe Gefühl, da wäre irgendwas, aber da ist nichts. Alles ist gut. Ich nehme das wieder zurück. Oh nein. Oh ey. Look at this one. There's bound to be something useful. Oh, can't we just get out of here? This place gives me the creeps. They're dead and gone. Can't hurt you now. Ah, Jesus! Jonathan, look out! Oh! Ah! Ah! The door! Get to the door! Everyone! What are we doing? The keys! Lock the damn door! Achso. Ich ahne Böses. Ich ahne, wir müssen einen Schlüssel finden. Gleich vor einer weiteren verschlossenen Tür stehen werden. Oh Gott. Große Liebe. Große, große Liebe. Mother of God, Jonathan. Oh fuck. Oh damn! Wo ist... Wieso weiß sie... Achso. Erinnerung. Ich wollte gerade sagen, woher weiß sie, dass es Jonathan ist? Der Kopf ist doch weg! An der Kleidung. Korb. Ich hatte Angst vor dem Korb. Das Entwenden von Vorräten gilt als Diebstahl. Was ist das? Kann ich nie lesen. Oh Gott. Muss da durch, ne? Oh ja, ich muss da durch. Oh Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Kommst du denn jetzt her?
Woher kam das Ding denn? Okay, wir haben ja über diese graue Dame, graue Frau was gelesen, die... Meine Herren, ständig hänge ich hier fest. Die irgendwie Leuten helfen kann in bestimmten Situationen. Moment, nee, hä? Jetzt bin ich hier wieder, okay. Beunruhigt mich. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass das wäre von hinten gekommen. Ich hätte durch die Tür müssen, aber dann war es doch irgendwie vor mir oder was? Oder jetzt ist die Tür offen? Da fuck! Oder kam das Ding aus... Das ist echt nicht. Was war das denn jetzt? Salpeter. Eine stechende, salzartige Substanz aus den Vorräten des Quartiermeisters in der Festung. Aha. Sonst ist hier aber nichts. Leider keine volle Ladung Öl für meine Lampe. Hätte ja sein können. Natürlich nicht. Okay, das habe ich nicht verstanden. Ich verstehe einiges von diesem Spiel nicht. Und das habe ich... Was zur Hölle? Was ist das hier? Das habe ich so gar nicht verstanden. Ich hab noch gedacht, da ist irgendwas, aber das war nur... If you wish to have something issued from this door, apply to Corporal Delacroix. Do not take them yourself. Okay, immer vorher fragen, bevor man was nimmt. Nicht selber nehmen, ist unhöflich. Okay, hier will ich erstmal nicht hin. Hier so ständig so viel im Weg rum, ne? Das ist der Wahnsinn. Wer macht denn sowas? Das habe ich ja schon wieder total verplant, ne? Oder das mache ich eigentlich gar nicht mehr unter... Mist, ich habe das Öl schon wieder verbraucht. Unter Sachen gucken. Ah, fuck. Das war unnötig. Die Dinger kriege ich ja nicht ab. Genau, das Öl verbrauchen. Das mache ich auch sehr gerne. Ah, yeah. Aber wer braucht schon Öl? Wer braucht schon sein Leben? Bevor ich rausgehe. Ok,
Ich mich erst einmal in den Tod stürzen. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Wer, wo, was, warum sind die Dinger alle zu? Ich verstehe es nicht. Okay, dann geht's wohl doch raus. Jetzt wird es auch draußen schon fast dunkel, oder was? Juhu! Der Spaß kennt keine Grenzen. Ach, von hier? Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, fuck, jetzt müssen wir woanders hin. Und zwar hier zum Quartermaster-Dings, aber jetzt kommen wir von da. Das ist insofern beruhigend, als dass ich da dann nicht mehr hin muss. Sind das unsere? Shit, 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 shit! Get your leg! I can make it! Get them through! It's coming! It's coming! Oh, yeah, come on! Malik! Malik, goddammit, get over here! We ran from that thing that cool after it killed Jonathan. We escaped through the big gates into the pass. Ich wollte gerade fragen, sind das meine Fußspuren? Das könnte sogar hinkommen, ne? Aber das sind tatsächlich meine Spuren. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder vielleicht sind es auch gar nicht meine Spuren. Ich weiß es nicht. Hier war doch noch irgendwo. War hier nicht irgendwo noch ein Satz Streichhölzer, die ich nicht einsammeln konnte? Nee, aber Öl. Öl, das ich nicht eingesammelt habe, weil ich es nicht gesucht habe. Umso besser. Das soll mir sehr recht sein. Mittleres Lampenöl. Ich weiß nicht, wofür ich Salpeter brauchen könnte. Da kann ich noch durch. Ich hätte aber erstmal da hinten lang gehen. Because why not? Das ist bestimmt eine gute Idee. Ich gehe aber nochmal hier hin. Vielleicht hat sich hier ja irgendwas getan. Vermute nicht. Und ich hoffe nicht. Ne. Der Skorpion ist immer noch hier. Gib nicht auf, Kleiner. Das war unten, Tatsache. Oben war nur die Kanone. Juhu. Unten. Super. Freude. Ah! Okay. Never mind. Da muss ich wohl da hinten durch. Oder versuchen kann ich es zumindest. Na, komme ich hin? Hier komme ich nie rüber. Okay.
Und wo ist dieser olle Vogel? Der macht beunruhigende Geräusche, das finde ich nicht okay. I can't move this. Not on my own. Okay, was dann? Dann bin ich offiziell relativ überfragt. Wofür brauche ich Salpeter? Wofür könnte ich Salpeter brauchen? Gehe ich wieder zurück? Folge ich dem Ruf des ollen Vogels, oder was? Offensichtlich nicht. So, da ist zu. Da war ich gerade drin, da will ich gar nicht wieder rein. Vielleicht muss ich da wieder rein. Aber mir würde jetzt gerade auf Anhieb nicht einfallen, was ich da tun soll. Kann ich hier irgendwie nach oben? Nichts Neues. Mein Narzissmus ist unverändert. Ausgesprochen groß. Da war irgendwie eine Tür zugange. Okay, ich gehe noch mal rein. Offensichtlich habe ich ja irgendwas nicht gesehen oder nicht gefunden. Ich weiß es doch auch nicht. Das Ding ist einfach auch schon wieder dicht oder immer noch. Ich verschert nicht. Oh fuck me. Okay. Okay, okay. Das Spiel hat mir schon gesagt, dass das keine Option ist. Ich gehe davon aus, dass es das Spiel war und nicht ich selbst. Das wäre höchst peinlich, aber auch vorstellbar. Wenn ich ehrlich bin. Das heißt aber auch nicht, dass ich muss ich zurück. Oh, warte. Nee. Ich war gerade kurzzeitig der Illusion erlegen, dass das irgendwie hier was von Bedeutung sein könnte, weil es so seltsam leuchtet. Aber, nö. Nee. Im Übrigen wurde erraten, welches Buch ich derzeit lese. Gratulation! Damn you! No, beweg dich! Es geht um Dune, den Wüstenplaneten. Von dem eigentlich dieses Jahr, Ende des Jahres, ein Film im Kino laufen sollte. Den haben sie jetzt aber aufgrund von Corona. Einfach mal auf nächstes Jahr verschoben. Könnte ja sein, dass man ein bisschen weniger Geld verdient als geplant. Mal logisch nachdenken. Möchte ich hier durch? Ich weiß es nicht.
Ich weiß tatsächlich nicht mal. Wie ich hier durchkommen sollte, denn ich verstehe dieses ganze System nicht. Was, wie wird das hier ab, was ist hier abgeschlossen und wie? Steht da was vor oder was? Die nächste Frage ist, war ich hier schon? Ich weiß es nicht. Ich meine, das olle Vieh ist ja auch in die Richtung gehüpft. Vielleicht muss ich da ja auch hin. Aber wie? Das ist die Frage. Aktuell gibt es scheinbar keine Optionen, lang zu laufen. Das ist bestimmt wieder so ein relativ offensichtliches Ding, das ich gerade einfach nur nicht sehe. Ah! Ja. Großer Spaß. Ich meine, das ist großer Spaß. Ich habe ja auch gerade eben nur einmal versucht, hier durchzukommen. No. Aber echt gerne durch, du. Verdammter Sand. Ja, das wird auch keine Option sein, da ein bisschen was freizuschaufeln. Salpeter. Was, Leute, mache ich mit Salpeter? Das Schloss verätzen? Nee, es ist ja keine Salzsäure. Okay, ich bin verwirrt. Mir fällt gerade nichts ein. Außer da hinten wieder lang zu rennen, aber... Auch da fällt mir jetzt nicht wirklich eine Sache ein, die ich machen könnte. Also zumindest nicht auf Anhieb. Da müsste ich vermutlich einfach wieder mal ein bisschen rumrennen. Die Frage ist, will ich das? Ich würde lieber pumpen. Aber... Hi. Das ist ganz offensichtlich keine Option. Okay, ich renne jetzt schon zum zweiten Mal lang. Ich gehe da jetzt einfach wieder rein und guck, ob ich irgendwas finde. Es hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. Da komme ich alleine nicht weiter. Und mir erschließt sich das Rätsel der stets geschlossenen Türen nicht. Also so gar nicht. Ich weiß nicht, warum die alle zu sind und ich die nicht öffnen kann. Ich habe auch einfach nur das System nicht verstanden, wie gesagt. Was gut passieren kann, wenn man die ganze Zeit über versucht, ein bisschen was zu erzählen, anstatt nachzudenken. Man kann natürlich auch beides tun, ne? Wo ist da der Spaß? Das guckt hier schließlich keiner, weil er nicht so unheimlich intelligent findet. Hier ist nichts mehr. Eine stechende, salzartige Substanz aus den Vorräten des Quartiermeisters in der Festung. Ja, was mache ich damit? Ich weiß es nicht. Stechend, salzartig. Zum Türen öffnen wird das Ding nicht geeignet sein. Das wäre völliger Humbug. Gleichzeitig würde mir auch was anderes jetzt auf Anhieb nicht einfallen. So, ich wüsste jetzt gerne, was hier
das Ding verschließt. Es ist einfach nur ganz stinknormal verschlossen, oder was? Finde ich nicht okay. Ich mag geschlossene Türen nicht. Soll ich Salpeter mal ins Schloss draußen schmeißen? Ich meine, das wird mich wundern, wenn das funktionieren würde. Was anderes fällt mir gerade echt nicht ein. So, jetzt auf dem Rückweg haut mich das olle Vieh nochmal um. Na? Ich renne jetzt einfach. Leck mich. Kannst mir nichts. Versuchen wir es einfach mal. Salzartige Substanz. Ich meine, ich habe noch nie davon gehört, dass Salpeter Schlösser zersetzt, aber... Weiß es nicht. Nö. Ja, was auch immer. Keine Ahnung. Was tun? Muss da gleich eine Pause zu machen. Fällt mir echt nichts ein. So leid mir das tut. Oh, das sah bedrohlich aus. Schade, schade. Nee, echt, keine Ahnung. Was mache ich jetzt? Was tue ich jetzt? Ich glaube, ich mache echt gleich eine Pause. Und denk nochmal so ein bisschen drüber nach, beziehungsweise guck mir meine Sache an. Guck mir die Aufnahme an. Und vielleicht... Alter Vater, vielleicht fällt mir dann ja auf oder ein, was es zu tun gäbe. Ja, irgendwas müsste es zu tun geben. Ja, bis dahin Panzer im Sonnenuntergang. Und Pause. Ne.